Junge, 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 Junge. Mann, 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 Mann. Hab ich schon wieder Bock auf diese Runde. Ohne Scheiß. Es sind einfach mal, ich glaube, 3 oder 4 Japaner auf Level 50 drin. Ja, wahrscheinlich. Und ich hab den Waschmaschinen-Schwapper 3000 Neo HD X Quickscope. Kurz Dreckseimer. Ist doch so. Mann, Mann, als ob ich was erreichen werde in diesem Part. Als ob ich irgendwas erreichen werde in diesem Part. Das ist doch scheiße. Oh. Warum führe ich überhaupt dieses scheiß System mit dem Eimer, mit dem Glücksrad ein? Ihr kriegt doch sowieso nicht mit, was ich drehe. Ich hätte mir was viel Geileres drehen können. Oh, Jesus. Ey, gar keinen Bock drauf. Ja, was bist du jetzt, Alter? Du Eimer. Alter, friss meine Tenzuka, du Bitch. Danke. Alter, da denkt der Japaner, er könnte mit dem Europäer ficken. Ja. Nee. So nicht, mein Freundchen. Okay, let's do this. Was geht hier ab? Also, wir spielen den Trommelschwapper Neo. Den muss ich mir erstmal kaufen und mein ganzes angespartes Geld dafür erstmal wieder rauszimmern. Als ob! Als ob, Mann! Das ist doch scheiße! Das ist doch richtig beschissen! Ja, hier ist alles grün. Mann, 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 Mann. Ey, ohne Witz. Oh. Okay. Oh. Oh, Achtung, Achtung. Jetzt sinkt das Wasser. Jetzt sinkt das Wasser. Achtung, Jungs und Mädels. Ja, ich pass auf. Ja, komm, klinge halt noch öfter, du blöde Map. Ich weiß, dass das Wasser sinkt. Oder steigt. Ich glaube eher das Ganze. Ich glaube nicht, dass das Wasser sinkt. Ich glaube eher, die Plattform steigt. Okay. Okay. Na dann. Ich meine, wir haben immerhin schon mal 400 Punkte. Das hätte ich mit der Waffe nie erwartet. Ey, ohne Witz, der spielt ja den Trom... Okay. Weißt du, es gibt Menschen. Es gibt Menschen. Hört mir mal zu. Hört mir mal zu. Es gibt Menschen, die spielen halt Waffen, auf die sie Bock haben. Waffen, die gut sind. Waffen, mit denen man was erreichen kann. Und es gibt mich. Und es... Ja, komm, Alter! So, du Wichser, ey. Ohne Witz, ich krieg dich jetzt mal so. Volle Offensive. Volle Offensive, ihr Pisser. Oh, nein, nein, nein. Nicht mit mir. Ey, ihr könnt... Hinter... Da. Dieser Typ, ey. Auch Level 50. Ich bin in der absoluten Pro-Lobby gelandet. Ich, als ob ich ein Pro bin. Ich spiele das Spiel einmal alle 10 Jahre für eine Folge. Und dann auch noch mit einer Scheißwaffe. Ich krieg den, Mann. Ich krieg den. Ich krieg den. Japaner. Mit 800 mal Speed auf seiner... Auf seiner Kleidung. Ey, ich hab gar nicht den Bock, 850 mal meine Effekte neu zu mischen, um das gleiche Zeug zu bekommen. Ey, ohne Witz. Komm, beenden wir den Part. Oh, wir haben verloren. Wer hat damit gerechnet, Mann? Wow. Nur 4%. Ui. Okay. Ich hätte es deutlicher eingeschätzt. Ich war sogar zweiter, Mann. Mit dem Waschmaschinen-Eimer 200 war ich zweiter. Nächste Runde, komm. Okay. Dieselbe Map nochmal. Ich habe einen Japaner. Hey, ich habe den komischen Typen. Aber ich spiele mal wieder gegen 2 Japaner. Ich glaube sogar einer aus meiner Community da ist dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Falls ich dich beleidigen sollte im Laufe oder im Eifer des Gefechts, entschuldige ich mich jetzt schon mal im Voraus dafür, damit ich das nachher nicht mehr tun muss. Weil ich weiß nicht mehr, ob ich mich nachher wieder unter Kontrolle habe. Also ich finde, das ist eine absolute Scheißwaffe, dieser Eimer. Ey, ohne Witz, ich meine, wer wirft denn einen Detektor, Mann? Wer wirft denn einen Detektor? Das juckt doch kein Schwein. Es bringt mir nichts, dass ich den Gegner detected habe, nachdem er mich dann tötet. Ja. Ja. Immerhin hat er den Kill nicht bekommen. Sondern ich bin ins Wasser gefallen. Das wird dann so als, keine Ahnung. In Call of Duty heißt es doch, es wurden Fehler gemacht, oder? Oder hieß es in Battlefield so? Na, egal. Ey, ohne Witz, spielt einer von euch diesen behinderten Waschmaschinen-Eimer? Ey, das ist doch so eine Scheißwaffe. Freue mich schon auf den Rangkampf drauf. Oh ja, der Rangkampf wird noch toller. Mann, 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 freue ich mich da drauf. Weil im Rangkampf jeder die Waffe spielt, die er mag und mit der er gut ist. Außer ich.
Ich dringe jetzt einfach ins gegnerische Gebiet vor. Dann können die mich mal kreuzweise. Oh, ich bin fast ertrunken, Mann. Ja! Na, wie fühlt sich das an? Na, wie viel? So fühlt sich's an. Nano hat mich gekillt. Okay, mit irgendeiner komischen Waffe, von der ich noch nie gehört habe. Keine Ahnung, wie man die bekommt. Also im Laden gibt's sie nicht zu kaufen. Da musst du bestimmt voll der Suchti sein, um die zu bekommen oder so. Ey, den krieg ich, Mann. Ey, was willst du, Digga? Ah! Hit me! Wo ist der Typ? Hier war doch gerade noch so einer mit so einem Tintentitan. Wo ist der Mann? Den krieg ich, den krieg ich. Pass auf, pass auf. Oh nein, der wirft ja seine behinderten Bomben, ne? Nein! Ich hasse diese Waffe! Das ist nicht mein cooler Eimer. Das ist ein Scheißeimer. Ein Scheißeimer vor dem Herrenmann. Ja, das ist ein Klo. Ey, ohne Witz, der Eimer, der... Jetzt hat mein Bild geleckt. Danke, Elgato Gaming Software. Habe ich noch Bock zu kommentieren? Ich glaube nicht. Ich... Ich gebe ihm einfach voll in die Fresse. Aber nee, das reicht ja nicht. Du musst fünfmal mit dem Eimer treffen. Ey, ich krieg einfach nur das Kotzen. Ey, ohne Witz. Das ist so eine Dreckswaffe. Immerhin habe ich wieder 500 Punkte geschafft. Das freut mich. Ey, kannst du vergessen. Damit erreichst du doch nichts, Mann. Aber vielleicht haben wir sogar gewonnen mit ein bisschen Glück. Ja! Warum sage ich überhaupt mit ein bisschen Glück? Wir haben voll easy gewonnen. Ey, ohne Scheiß. Ich war wieder Zweiter. Ich war schon wieder Zweiter in meinem Team. Das ist doch langsam nicht mehr feierbar, oder? Scheiß drauf. Mal gucken, was wir im Rangkampf mit der Scheißwaffe reißen. Ohne Scheiß. Ich kann mich jetzt schon wieder über zwei Sachen aufregen. Schon wieder. Erstens, da ist ja im Wartebildschirm der Lobby da oben so ein Timer in der Ecke. Der zählt von 200 Sekunden runter. Und einfach so random, bei 120 Sekunden, ne, springt der einfach mal wieder auf 200 Sekunden hoch. Ich meine, was ist denn das? Wofür ist denn da ein Eimer? Ein Eimer, Mann, sag ich jetzt schon. Ein Timer. Wenn der sich eh wieder zurücksetzt, wie er Bock hat. Ich meine, what the fuck? Und die zweite Sache, über die ich mich aufregen kann. Warum kann man in der Lobby nicht die Lobby verlassen? Sobald du einmal aufs Spiel suchen gegangen bist und in der Lobby mit zwei Leuten bist, kannst du dann nicht mehr raus. Oder außer du schaltest deine Wii U aus. Ich meine, schon wieder so. Ich meine, was ist denn das, Mann? Ich war jetzt mindestens 4 Minuten in der Lobby mit 3 Leuten. Dann hatte ich erstmal einen Verbindungsfehler, weil Nintendo seine Server nicht geschissen kriegt. Ey, und ich kann da einfach nicht raus, weil du bist dann für immer gefangen in der Lobby des Todes. Ich meine, was ist denn das? Ohne Witz. Wer programmiert denn sowas? Ohne Spaß, ey. Splatoon ist heute die absolute Hölle, nichts anderes. Ja! Der Eimer ist so eine Scheiße, Mann! Ich hatte sogar meine Tenzuka, fällt mir gerade auf. Einfach nur kotzen, Mann. Ja! Na, wie fühlt sich das an, von einer Waschmaschine getötet zu werden? Dritter Kill in Folge, Friends. Ich, nee, ohne Witz, ich scheiß den gleich irgendwo auf den Tisch. Egal, wie lang die nächste Runde dauert, nach der nächsten Runde ist aus. Richtig nice, Leute. Für den Verbindungsabbruch habe ich auch noch Rangkampfpunkte abgezogen bekommen. Ja, wahrscheinlich. Kann ich viel für. Ey, ohne Witz.
Splatoon ist einfach immer noch ein sowas von unfertiges Spiel. Es gibt, ich könnte euch jetzt pauschal 10 Dinge nennen, die sowas von gefixt gehören, bevor man sagen kann, dass Splatoon ein fertiges Spiel ist. Ohne Spaß. Warum spiele ich das Spiel überhaupt noch? Das ist echt so eine Hassliebe. Das ist wirklich eine Hassliebe. Ich spiele es immer wieder in der Hoffnung, dass es jetzt cool wird. Aber dann ist es doch wieder kacke. Da unten ist einer. Den überrasche ich jetzt von hinten, Mann. Vielleicht sollten wir den Typen mal supporten mit der Goldfischkanone. Alter, es macht die ganze Zeit bring, bring, bring. Warum stelle ich mich überhaupt als Kanonenfutter dahin? Das ist doch lächerlich, Mann. Ja, immerhin haben wir die Goldfischkanone zu 36 Punkten gebracht. Das finde ich ist schon mal eine ordentliche Marke. So, schön hier oben lang. Erstmal die nicen Abkürzungen nehmen. So. Macht es euch überhaupt Spaß zum Zugucken? Stirbt die was? Ja, er hat eine Feuerrate von 0,005 Schüssen pro Stunde. Geh weg, Alter. Jetzt kommt der Waschmaschinenficker. Ey, ohne Scheiß. Nehmt euch in Acht vor dem Waschmaschinenficker. Ich hol den mir, Mann. Friss meine schmutzige Wäsche! Der Waschmaschinenficker kommt! Der Waschmaschinenficker ist unterwegs! Oh, Amener! Ich krieg gar nichts geschissen. Ist mir egal, wir gewinnen gerade. Ich muss ja die Punkte, die mir abgezogen wurden wegen Nintendos Servern, auch mal wieder irgendwie reinholen. Und das mache ich einfach mit meiner Waschmaschine, Friends. Ey, ich meine, wer will denn bitte mit einer Waschmaschine kämpfen, wenn ihr damit auch einfach Leute umbringen könnt? So. Gebt mir die Goldfischkanone, dann ist der Waschmaschinenficker wieder unterwegs. Amener! Amener! Okay, ich treffe einfach mal gar keinen. Auch cool. Achtung, Achtung, Achtung! Achtung, jetzt mache ich was Cooles. Jetzt gehe ich da hoch. Und jetzt schwimme ich los. Los! Ich mache Punkte! Ich mache Punkte! Ich mache keine Punkte. Ey, wie soll ich denn da hochkommen? The fuck? Ach Gott, ich glaube, ich weiß. Ach du Sch... Hä? Okay, es ist ein bisschen confusing. Ich weiß gerade nicht genau, wie ich da hochkommen soll. Echt kein Plan. So. Ah, er will mich. Er will den einzig wahren Waschmaschinenficker. Friss meine Waschmasch... Ja! Ey, da habe ich ihm gerade meine dreckigen Socken in die Fresse geschossen. Ah. So, schnell wieder in den Kampf. In den Kampf. Hier hoch bestimmt, oder? Hier hoch? Muss ich hier hoch? Ich weiß es nicht. Dann gehen wir mal hier hoch, würde ich sagen. Ey, jetzt geht der Waschmaschinenficker in die gegnerischen Reihen, Mann. Achtung, Achtung. Ja! Alter, die Waffe ist so ein Scheißdreck, ohne Witz. Oh ja, wir gewinnen. Oh ja, wir gewinnen. 10. Nein, bei 10. Ich bring das zu Ende, Mann. Ich habe extra noch ein paar schmutzige T-Shirts in die Wäsche geworfen. Da, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, Mann? Ist auch ein geiles Gesicht, oder? Wir gewinnen das, Mann. Ich muss ja irgendwie die Punkte wieder reinholen, die mir Nintendo höchstpersönlich geklaut hat. Da hoch! Ja! Amener! Oh, ich bring da so ein bisschen...
meine Webcam zum Wackeln. So, Freunde, das war eine richtige Scheißfolge. Daumen hoch oder Daumen runter, ist euch überlassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder zusammen Splatoon spielen. Mit einer hoffentlich besseren Waffe. Ich habe 2 Punkte plus gemacht, nachdem Nintendo 8 abgezogen hat. Lächerlicher Scheiß. Haut rein.